hinten ein weiterer Bagger. Ups, ich sollte mich wieder ein bisschen gerade hinsetzen, so. Bis hier unten. Ein Spind. Wahrscheinlich so die Baracken der Mitarbeiter. Weitere Spinde. Ah, da hängt was. Oh, eine Spinne. Was zum Teufel ist das für eine blöde Krähe? Alter, gibt es... Nein! Oh, nein! Jani! Geht's dir gut? Ach, scheiß drauf, denkt er sich. Nein, nicht scheiß drauf, wir wollen die Spinne. Wir brauchen sie für unser Album. Ach nö, diese blöde Krähe. Holt mal jemand Vincent Raven, der kann sie vielleicht bändigen. Ah, und da links. Oh, wow, oh, oh, die Sticker. Unten das Kontaminationsgefahrzeichen. Dann eine blutende Welt. Eine blutende Welt. Weil nicht nur Schweden solches ertragen muss, sondern auch die ganze Welt. Und oben, das, die Hand würde ich jetzt also als Revolutionszeichen deuten. Gegen diese Naturausbeutung. Ja. Was mich jetzt aber... Vorsicht, Jani. Was mich jetzt noch Wunder nimmt, haben wir ein neues Album-Eintrag bekommen, trotz, dass wir jetzt keinen so Woll-Sticker für drauf haben. Das frage ich mir jetzt gerade. Seht ihr, diesmal haben wir ja keinen bekommen. Ah, tatsächlich. Unten im Loch. Sie geben an, unsere Retter zu sein. Und dass wir ohne sie verhungern werden. Unsere Kinder brauchen Arbeit, aber die Versprechen dieser Leute ergeben keinen Sinn. Wie kann man etwas retten, indem man es zerstört? Das frage ich mich auch. Das ist eine gute Frage. Und eben, wie gesagt, die Leute brauchen Arbeit. Die Leute brauchen sie, sonst werden sie nicht überleben. Genau in diesem Zwiespalt befand sich auch der Mann da, der sich an den Kopf gefasst hat, den wir im letzten Level gesehen haben. Und hier die Polizei und die Demonstranten. Ist in dem Fall eine echte Minenarbeiterfirma, Kaino Mining AB, oder haben sie das einfach nur so draufgeklatscht, das Logo? Dürfen die das überhaupt? Frage ich mich. Halt so eine Firma runtermachen. Für etwas, das auch stimmt. Für etwas, wegen was sie runtergemacht werden sollten. Die Polizei unterstützt sie. Okay. So klein ist dieser Fleck nicht, den sie ausbeuten, wenn man da in den Hintergrund schaut. Und hier eine Schneise der Verwüstung. Ganze Wälder werden hier abgerodet. Mit riesigen Maschinen. Heilige Scheiße. Wenn es dann so Ausmaße annimmt wie da im Film Avatar, Aufbruch nach Pandora, sieht man ja auch am Anfang die Minenarbeiter-Dings da, Maschinen, die riesigen Maschinen. Wenn es dann solche Ausmaße annimmt, heilige Scheiße. Aha. Aha. Und hier der Mann. Wisst ihr, was ich in dem Gesicht des Mannes sehe? Selbsterkenntnis. Was tun wir hier? Was tun wir hier? Genau diese Frage stellt er sich. Und er erkannte, er musste die Arbeit an den Nagel hängen. Wie symbolisch die Spinne dazu passt, weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Und das war's wieder. So, und dann wieder zum nächsten Level. War jetzt eher ein düsteres Kapitel. Ich hoffe, wir werden jetzt wieder auf ein fröhlicheres treffen. Diesmal werden wir hoffentlich die Spinne bekommen. Wo hat sie die Krähe nur hin verschleppt, frage ich mich. Oh, da geht's nicht weiter. Wo war es denn? Hier oben, oder? Ja, genau.
unten im Loch. Wie viel ist genug? Oh, das hört sich aber nicht, auch nicht. Das ist das gleiche Bild wie unten von vorhin. Nee. Alter, der See war blau und jetzt ist er grün. Alter, grün. Und das sind keine Algen, Leute. Alter, nee. Wird ja immer schlimmer. Das heißt, wir sind noch nicht am Ende dieses Themas. Oh, gib die Spinne her. Ich will hier weg. Hier ist nicht schön. Und da ist der Obervollidiot im Anzug. Nein, nein, Leute, wir tun das alles nur für euch. Ihr braucht Arbeit, wir geben euch Arbeit. Ihr braucht Geld, wir geben euch Geld. Kein Problem. Los, hier, nimm die Schaufel, pack mal mit an. Die Fässer, wo du sie entsorgen sollst, ja, schmeiß sie mal da in den Wald. Alter, genau so stelle ich mir den Typen vor. Alter, sollst du an seinem Anzug packen und direkt in die Chemikalienpfützen tunken, die er da verursacht. Ehrlich, also so ein Zorn gerade auf den Typen. Boah, wie kommen wir hier weiter? Wie kommen wir verdammt nochmal hier weiter? Ich bin so zornig. Nein, entschuldige. Ich sollte mich nicht davon irgendwie beeinflussen lassen. So, jedenfalls nicht beim Rätsel lösen. Da wollen wir fröhlich sein. So gut es geht. Okay. Da an den Reifen kann ich mich festhalten, aber was ist das da unten? Einen Moment, da geht es links weiter. Ich glaube, da werden Collectibles sein. Wow. Ah, da komme ich doch nicht hin. Das kannst du vergessen, da kann ich niemals hinschwingen. Warte kurz. Jetzt halte ich mich mit dem linken Stick, oder? Nicht den rechten, links, oder? Genau, halte ich mich an meinem Seil fest. Ich glaube, jetzt kann ich das Lasso eben noch einsetzen. Genau, genau. Oh, nein! Alter, Jani. Sorry. Zum Glück hast du deine Füße noch. So, und jetzt wieder den rechten. Und Lasso. Und jetzt nach drüben hangeln. Boah. So, und da wieder den Knoten anbringen. Und ein bisschen schwingen. Nein, geht, geht. Jetzt muss ich aber vorsichtig sein, du. Wie mache ich jetzt das? Oh mein Gott. Wie komme ich da zurück? Ich muss den Knoten da ranlassen. Das geht doch nicht. Ah doch, so geht's. Nein! Falsch gedrückt. Aber ich glaube, das Collectible haben wir, sonst ist es mir jetzt egal. Ich glaube auch, wir haben es. So, weiter. Hey, halt dich fest, Jan. Du willst nicht nochmal in deine Moleküle zersetzt werden, glaub mir, Jani. Wow, da oben ist wieder was. Glaube ich. Gehen mal oben durch. Oben ist besser, weil da hat es keine Chemikalien da oben. Halt dich fest. Wah! Nein. Oben ist doch noch besser. Gehen wir unten durch. Alter, es ist einfach die Hölle. Die grüne Hölle ist das hier. Die grün schimmernde. Boah. Ich will einfach nur noch weg hier. Nein. Und nicht nochmal sterben. Okay, machen wir mal einen Knoten ran. Ja, wie ich es mir gedacht habe, müssen wir uns darüber schwingen. Vorsichtig, vorsichtig. So, und weiter. Wo müssen wir jetzt hin? Auf das Fass da unten? Okay, einen Moment. Ach, da oben, das habe ich gar nicht gesehen. So. Da ist ein Felsen, lass mich raten. Oh. Cool. Wusste ich nicht. Cool.
So. Will wirklich langsam hier weg. Nein, nicht schon wieder Steinschlag. Ist doch kein Steinbock. Alter. Der würde vorher Mutationen kriegen, bevor er mich erreichen würde. Wegen all den Chemikalien. Würde kein Steinbock mehr sein. So. Wir machen wir mal ein Trampolin. Dann wahrscheinlich hier rein. Und hier im Büro. Was macht der Typ da? Weißt du, ich schätze, die haben wahrscheinlich auch so vom Staat so Reglemente bekommen bezüglich Ökologie und Umweltbehandlung und fachgerechte Entsorgung. Und ich schätze, dass der Lehrer Ordner da links hat genau diese Dokumente beinhaltet. Und der Typ da, was Umwelt, ihr gebt mich einen Scheiß an, rein damit ein Reiswolf. Genau so stelle ich mir den Typen vor. Weißt du, was du jetzt machen müsstest? Müsstest hin hinten einen Hosenlupfer machen und ihn dann mit dem Kopf voran da reinpressen in die Maschine. Und dann mit ihm Spaghetti kochen, das sollst du machen, ganz ehrlich. Entschuldigung für die sehr ausführliche Beschreibung, aber es muss einfach mal so gesagt werden. So. Lampe. Ah, da macht den Typen da rechts mal weg. Nimm ihn in deine Erinnerungen auf, aber vertreib ihn auch gleich wieder der Reis. Die hat es übrigens überall Kakerlaken, ist schon aufgefallen. Nicht in den Kopierer rein, Jarni. Also ich kann nicht mehr reden. Nicht in den Kopierer rein, Jarni! Nein! Oh. Alter, die Kakerlaken. Ach, seht ihr das da links unten? Das fällt mir erst jetzt auf. Whoops. Komm ich daran? Warte kurz. Ist hoffentlich ein Lichtschalter. Ich glaube, Kakerlaken mögen kein Licht, oder? Los, schnell. Alter, mach an. Nein. Ja, ich habe es gesehen. Licht. Und schnell weg hier. Nein. Keine schöne Art zu sterben. Nein, warte, wir lassen die Lampe, wo sie ist. Wir lassen die Lampe, wo sie ist. Und sobald sie leuchtet, bewegen wir sie nach links. Das wäre wahrscheinlich gescheit. Nein, mach das Licht wieder an. Ich habe Angst im Dunkeln. So. Genau so. Perfekt. Warte, den. Brauchen wir wahrscheinlich, um da hochzukommen. So. Aha. Los, weg, Kakerlaken. Ihr seid hässlich. Wieder übrigens. Wieder neue Tiere. Keine schönen. Hier ist eine dunkle Stelle, das gefällt mir gerade nicht. Los, ich will da nicht in die dunkle Stelle treten. Mach es einfach so, ich ziehe den. So. Nein! Ah, oh, die Lampe hackt sich da am Roller, am Dings da ein. Weiß nicht mal, wie man es nennt. Los. Und weg. Kst, kst, kst. Fertig, Mahlzeit. Ich bin heute nicht wieder die Mahlzeit für euch. Hab Kakerlaken überhaupt gern Garn? Was wollen die mit Garn? Die brauchen doch verschimmelte Lebensmittel. Wer, die bezeichnen mich als schimmliges Lebensmittel. Dann werde ich aber sauer. So. Nein, unten schieben. Und rauf. Nicht die dunkle Zone betreten. Nicht auf die dunkle Seite der Macht wechseln. Das wäre nicht gut. Wenn wir plötzlich ein sehr asthmatisches Röcheln hören. Ich bin dein Vater. So. Dann schieben wir den mal mit Schwung da. Nein, warte, komm, wir ziehen ihn. Und versuchen das mit der Lampe irgendwie anders zu regeln. Bin ich da noch weit? Das kann ich nicht anders regeln. Los! Und jetzt schnell rauf da. Schnell rauf. Boah. Und da ist der Tresor, wo der Chef seine Goldbarren gelagert hat. Ja, der hat ihn natürlich auch, bevor er gegangen ist, schön mitgenommen. So, es wird der Licht. Los, komm schon. Jetzt muss ich irgendwie was... Da oben ist etwas.
Das kann ich aber nicht da links runterwerfen. Ah, alles klar. So? Was ist das überhaupt für ein Ding? Eine Seilrolle. So, ich hoffe, das hält. Oh. Gehen wir außen rum. Ich hoffe, das Garn reicht. Ups. Der Nächste, der hier reinkommt, wird sich auch denken, wer hat hier alles mit rotem Garn umschlungen? Das Garn hat ja auch eine Bedeutung. Es hat ja auch eine Bedeutung, warum das überall ist.